Das Mate S wurde zur IFA 2015 in Berlin präsentiert und ist aktuell das Flaggschiff-Smartphone des chinesischen Herstellers Huawei. Nicht nur die sehr gute Verarbeitung, auch Features wie Fingerabdruckscanner und das 1080p Super AMOLED-Display lassen das Smartphone in vielen Reviews sehr gut abschneiden. Doch aus gleichem Hause kommt noch eine weitere IFA-Neuheit, das Huawei G8. Preislich rund 250 Euro günstiger ist das Huawei G8 auf dem Datenblatt nur unwesentlich schlechter und muss sich nicht unbedingt vor dem großen Bruder verstecken. Wie beide Smartphones in meinem Vergleich abschneiden, das seht ihr in den nächsten Minuten. An dieser Stelle noch ein ganz großes Dankeschön an notebooksbilliger.de, die mir das Huawei G8 zur Verfügung gestellt haben. Mein Name ist Christian, ihr seid bei TechLoop und nach einem ganz kurzen Intro geht's auch schon los. Fangen wir mit einem Blick auf die Materialien der beiden Kontrahenten an. Beide Smartphones sind aus einem Aluminium-Unibody gefertigt und fühlen sich dementsprechend sehr gut und auch hochwertig an, sind dadurch natürlich auch äußerst verwindungssteif. Spaltmaße sind an beiden Smartphones keine zu finden und positionieren beide Geräte in der Oberklasse. Was bei beiden Geräten allerdings zu leichten Abzügen führt, sind die leicht schwammigen Buttons auf der rechten Seite. Das geht definitiv besser. Beim Design gibt es dann doch schon deutliche Unterschiede. Das Huawei G8 wirkt massiger, nicht ganz so filigran und kommt etwas wuchtiger daher. Die Ecken dieses Smartphones sind stärker abgerundet und das Gehäuse ist mit 7,5 mm minimal dicker. Bei minimal dicker sprechen wir hier von 0,3 mm, die somit für den User kaum wahrnehmbar sind. Nur im direkten Vergleich spürt man diesen Unterschied. Dieser Unterschied wird noch durch das nicht ganz so stark gewölbte Gehäuse beim Huawei G8 unterstrichen, aber wie gesagt, nur im direkten Vergleich würde man wohl eher zum Huawei Mate S greifen. Das Huawei Mate S ist damit das etwas leichtfüßigere Smartphone, wobei das auch ganz auf den Geschmack des Users ankommt. Zudem sind hier die Ecken nicht ganz so stark abgerundet. Im oberen und unteren Bereich der Rückseite des G8 sind leicht geriffelte Kunststoffstreifen verbaut, die die Kommunikationsmöglichkeiten verbessern sollen. Beim Huawei Mate S sind diese Streifen dezenter und zeichnen sich nur in zwei feinen Linien ab. Letztendlich ist das Geschmackssache und ich kann mich sowohl für das eine als auch für das andere Design begeistern. Recht identisch ist dann der Aufbau des Kameramoduls, des zweifarbigen LED-Blitzes und des Fingerabdruckscanners auf der Rückseite. 13 Megapixel finden wir in beiden Geräten, jeweils garniert mit einem optischen Bildstabilisator. Überraschend ist auch, dass beide Smartphones über einen RGBW-Sensor verfügen und damit gleichwertig im Bereich der Fotografie sind. Videos werden dementsprechend auch mit identischen Auflösungen aufgenommen. In einem kurzen Videovergleich seht ihr im oberen Bereich Aufnahmen des Huawei G8, im unteren Bereich Aufnahmen des Huawei Mate S. Die Oberfläche der Kameraanwendung ist komplett identisch, naja sagen wir fast identisch, denn das Huawei G8 hat nicht alle Features des Huawei Mate S. Mittels Bewegung nach oben oder nach unten könnt ihr zwischen den einzelnen Modi wie Video, Foto, Lichtmalerei oder Zeitraffer wechseln. In weiterführenden Einstellungen gibt es dann die von mir angesprochenen Unterschiede. Während ihr beim Mate S auch eine Pro-Kamera, den Super-Nacht-Modus oder eine Dokumentenanpassung auswählen könnt, fehlen diese Punkte beim Huawei G8 komplett. Da Huawei jedoch die gleichen Komponenten verbaut, könnte es theoretisch sein, dass diese Funktionen im Zuge eines Updates einkehren. Die Auflösung beträgt bei 4:3 Bildern 13 Megapixel, wollt ihr lieber in 16:9, also Breitbild knipsen, liegen noch 10 Megapixel vor. Videos werden in beiden Geräten nur mit maximal 1080p aufgenommen, hier jedoch durch einen optischen Bildstabilisator unterstützt. Die Überraschung geht beim Fingerprint-Scanner weiter, denn auch hier verbaut Huawei ein identisches Modell in Version 2.0. Heißt in diesem Fall sehr schnelle Entsperrzeiten, sich die Notification-Leiste anzeigen zu lassen und eingegangene Nachrichten zu quittieren. Was beim Huawei G8 allerdings nicht funktioniert, ist das Wechseln der Bilder mittels des Scanners. Aber auch hier kann man vielleicht auf ein Update warten, gegebenenfalls rüstet Huawei ja auch hier nach. Ihr seht also, selbst bei einem Preisunterschied von 250 Euro verbaut Huawei identische Hardware und setzt so auf einen breiten Angriff auf die Konkurrenz.
Wenn wir uns schon auf der Rückseite befinden, kommen wir unweigerlich auf den Akku zu sprechen, der in beiden Geräten fest verbaut ist und nur durch Fachpersonal gewechselt werden sollte. Im Huawei Mate S weist der Akku eine Kapazität von 2700 mAh auf, im Huawei G8 sogar ganze 3000 mAh. Daraus resultiert unter anderem auch das minimal dickere Gehäuse beim Huawei G8. Bei den Laufzeiten bin ich im Normalbetrieb, surfen, E-Mails abrufen, WhatsAppen und ab und zu mal spielen auf 1,2 bis maximal 1,5 Tage beim Huawei Mate S gekommen. 1,5 Tage sind dabei aber eher schon die Ausnahme. Das Huawei G8 mit einem mehr als 10% größeren Akku erreicht ähnliche Laufzeiten, ist nicht unweigerlich besser, erreicht die 1,5 Tage Laufzeit, aber einfacher als das Huawei Mate S. Schauen wir uns nun einmal die Displays an. 1080p bedeutet 1920x1080 Pixel. Damit kommen wir auf 401 Pixel pro Inch und damit sind beide Displays gleich scharf. Gleiches gilt übrigens auch für den Übergang des Displays in das Gehäuse. Mit einer leichten Rundung zum Rand hin, auch 2,5D genannt, ist die Haptik des Displays bei beiden Geräten ziemlich genial und gleich gut. Alles wirkt sehr flüssig und auch leicht bedienbar. Bei der Verwendung des Display-Panels sind dann allerdings Unterschiede erkennbar. Mit einem Super AMOLED-Panel tritt das Mate S auf die Bühne, ein TFT-Panel beim Huawei G8. Farben und Schwarzwerte sind beim Huawei Mate S etwas besser, knackiger und mit etwas mehr Kontrast. Schaut man dann allerdings auf die Weißwerte, überzeugt das Huawei G8 auf ganzer Linie und lässt das Mate S etwas alt aussehen. Ebenso sieht es bei den Blickwinkeln aus. Während bei beiden Smartphones in der Vertikalen die Displays gleich gut ablesbar sind, ist das Display des G8 in der Horizontalen wesentlich blickwinkelstabiler und auch besser ablesbar. Im Bereich der Helligkeit gibt es einen kleinen Vorsprung für das Huawei Mate S. Aus diesen Gründen würde ich noch nicht einmal sagen, dass das Mate S das definitiv bessere Display hat. Persönlich würde ich vielleicht sogar eher zum Display des Huawei G8 tendieren, da mir hier die Weißwerte und vor allem auch die Blickwinkel etwas besser gefallen haben. Schauen wir uns mal die Performance, die Kommunikationsmöglichkeiten und den Lautsprecher an. Sowohl das Mate S als auch das Huawei G8 verfügen über einen Lautsprecher, also Mono, und besitzen einen ordentlichen Klang und eine gute Lautstärke. Die Lautstärke des Mate S ist geringfügig höher, dafür fängt der Speaker des Mate S auf höchster Lautstärke an zu kratzen. Vom Klangbild ist daher der Lautsprecher des G8 etwas besser, wenn auch nicht ganz so laut. Rein subjektiv gesehen sind beide Smartphones beim Wischen über die Oberfläche gleich schnell, einfache Apps öffnen recht zügig und alles scheint recht identisch zu sein. Geht man dann allerdings an aufwendigere Apps wie Dead Trigger 2 oder Asphalt 8, sind die Ladezeiten beim Huawei Mate S doch deutlich schneller und holt so einige Sekunden Vorsprung heraus. Technisch gesehen stehen sich ein Snapdragon 616 Octa-Core beim G8 und Kirin 935 Octa-Core beim Huawei Mate S gegenüber. Die maximale Taktrate beträgt beim G8 1,5 GHz, beim Mate S immerhin 2,2 GHz. Diesen Leistungsunterschied erkennt man dann auch in den einschlägigen Benchmarks, wo das Mate S zum Beispiel im AnTuTu-Benchmark mit rund 17.000 Punkten Vorsprung gewinnt. Hinsichtlich der Kommunikation, also der mobilen Datenübermittlung, stehen beide Geräte mit LTE Cat 4 auf Augenhöhe. Doch gibt es in Deutschland einen großen Unterschied. Das Huawei G8 ist Dual-SIM-fähig und kann so zwei SIM-Karten aufnehmen. Dadurch kann der Nutzer zum Beispiel eine Karte für mobile Daten, eine andere für Telefonie oder eine für den privaten und geschäftlichen Gebrauch nutzen. Bei beiden Smartphones kommt Android 5.1 Lollipop mit der Huawei eigenen Oberfläche Emotion UI 3.1 zum Einsatz. Dadurch fehlt wie üblich der App Drawer und Anwendungen müssen direkt auf den Homescreens gemanagt werden. Durch Emotion UI 3.1 könnt ihr zudem verschiedene Themepacks laden, die das Design der Smartphones grundlegend verändert. Mal seriös, mal verspielt, mal klassisch, unzählige Packs lassen euch das Design hier anpassen. Zudem könnt ihr unter Emotion UI 3.1 in den Einstellungen das System auf eure Wünsche anpassen. Welche Apps dürfen mir Nachrichten senden, welche Anwendungen werden direkt vom Start ausgeführt und auf welche Datenverbindung dürfen die Apps zugreifen? Ein ausführliches Tutorial mit Tipps und Tricks zum Huawei Mate S findet ihr unter anderem schon auf meinem YouTube-Kanal. Zusammenfassend kann man sagen, dass wir es hier mit zwei Smartphones zu tun haben, die technisch gesehen fast auf Augenhöhe sind. Vom Gehäuse und der Haptik würde ich eher zum Mate S greifen, da es etwas filigraner und edler wirkt. Das Huawei G8 ist etwas massiger, aber keineswegs hässlicher. Bei der Kamera gibt es von mir ein Unentschieden, auch wenn einige Kamerafeatures beim Huawei G8 nicht mit an Bord sind. In der Praxis kann meistens aber auf diese verzichtet werden. Ansonsten hat man exakt die gleichen Komponenten an Bord, sodass hier weder A noch B besser sind. Im Bereich des Displays fand ich das Huawei G8 überraschenderweise sehr gut. Gleiche Pixeldichte, gleiche Diagonale, doch bessere Blickwinkel und einen etwas besseren Weißwert. Beim Mate S hingegen sind Farben, Kontrast und Schwarzwert einen Tick besser.
In Sachen Performance liegt deutlich das Huawei Mate S vorne. Hier macht sich die deutlich höhere Taktrate auf jeden Fall bemerkbar. Sowohl subjektiv als auch objektiv liegt hier eine ganze Klasse dazwischen. Zum Abschluss gibt es noch die Akkulaufzeit, die auf dem Huawei G8 nach 3 bis 4 Ladezyklen rund 10% besser war als beim Huawei Mate S, was natürlich auf den auch ungefähr 10% größeren Akku zurückzuführen ist. Zudem unterstützt das Huawei G8 2 SIM-Karten und ist somit für eine breite Masse wirklich sehr, sehr interessant. Wollte ich mir eines der beiden Geräte privat kaufen, würde ich glaube zum Huawei G8 greifen, da der Mehrpreis von 250 Euro für das Huawei Mate S nicht unbedingt die etwas bessere Leistung und die weiteren Kamera-Features rechtfertigt. Das war's mit meinem Vergleich vom Huawei G8 und Huawei Mate S. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Ich würde mich natürlich über Kommentare zu diesem Video freuen, wenn ihr es in den sozialen Netzwerken oder auch mit euren Freunden teilt. Bis dahin, macht's gut und ciao.